Die Caritas präsentiert am Donnerstag das Projekt Gruft Winterpaket. Wie wichtig ist dieses Projekt und vor allem, was genau wird präsentiert? Das Projekt ist sehr wichtig. Es geht darum, einen winterfesten Schlafsack für obdachlose Personen zur Verfügung zu stellen und eine warme Mahlzeit. Wir sind jeden Tag auf der Straße unterwegs und verteilen diese Schlafsäcke an Personen, die auf der Straße schlafen. Und die warme Mahlzeit wird bei uns in der Gruft dann zur Verfügung gestellt. Insgesamt stehen von 28. Oktober 2020 bis 28. April 2021 knapp 900 zusätzliche Plätze der Wiener Wohnungslosenhilfe zur Verfügung. Wie sieht es denn mit der jetzigen Kapazität aus? Also es ist jeden Tag möglich, ein Bett für eine obdachlose Person zu bekommen. Am Abend sind die Betten sehr gut ausgelastet. Also in der Nacht sind die Notquartiere voll, aber wenn in der Früh jemand kommt und ein Bett benötigt, dann werden auch immer wieder Betten frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gestaltet sich die Organisation vermutlich sowieso schon sehr schwierig. Jetzt kommt dann auch noch der Winter hinzu. Was sind denn die größten Herausforderungen? Also die größten Herausforderungen sind einerseits die Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen, die eingehalten werden müssen und andererseits auch bedingt durch den Lockdown wenige Personen, wenige Passanten, die auf der Straße unterwegs sind und dadurch auch weniger Personen gemeldet werden ans Kältetelefon, an die Gruft. Wir haben Personen, die wir regelmäßig anfahren in der Betreuung. Das funktioniert Gott sei Dank weiterhin sehr gut. Wie sieht es denn mit der Unterstützung aus? Bekommen Sie da von außen eine? Ja, also da muss man sagen, da war Corona auch eine großartige Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen auch. Also gerade von der Stadt Wien war es zum Beispiel eine Maßnahme, die getroffen wurde, dass die Wohnversorgung mit weniger Hindernissen möglich war. Also es war allen klar, dass eine Versorgung in den eigenen vier Wänden unbedingt auch notwendig ist, auch um den Schutz zu gewährleisten. Und da war es eine großartige Unterstützung vom FSW.